Kurzfilm ein Flop, nur so viele wollten ihn bis jetzt sehen. 4067 Besucher haben seit dem Start am 8. September, kurz, der Film, im Kino gesehen. Die Produzenten zeigen sich allerdings zufrieden. Im Wiener Artis Kino fand am Mittwochabend die offizielle Premiere von, kurz, der Film, statt. Mit dabei waren viele aktive und ehemalige ÖVP-Politiker und natürlich Sebastian Kurz selbst. Wie Pongo Film, Produzent und Verleiher, in einer Aussendung am Montag bekannt gab, haben bislang 4067 Besucher und Besucherinnen, kurz, der Film, im Kino angesehen. Man zeigt sich zufrieden mit diesem Ergebnis, obwohl andere Filme weitaus besser abschnitten. Trotz des verlockenden spätsommerlichen Wetters haben insgesamt mehr als 4000 Besucher den Film seit seinem Kinostart am 8. September gesehen, wie von Comscore berichtet, 4067, Quelle, Comscore Daten. Im Vergleich zu anderen Kinodokumentationen ist dies ein sehr starkes Ergebnis, heißt es etwa. Am Samstag, dem 9. September, verzeichnete der Film mit 1811 Kinobesuchern seinen bisher stärksten Tag, was, kurz, der Film, für diesen Tag auf den 6. Platz der Kinocharts brachte. Am Sonntag schaffte es der Film mit 1656 Besuchern sogar auf Platz 4. Im Vergleich wurde laut derselben Statistik der österreichische Kinderfilm, Neue Geschichten vom Franz, 4889 Mal und der Blockbuster, The Equalizer 3, 10481 Mal besucht. Der beliebte und erfolgreiche Blockbuster-Film, Barbie, der seit Juli in den Kinos läuft, kommt an einem Wochenende im Schnitt immer noch auf etwa 20.000 Besucher. Wir freuen uns über die Resonanz von, kurz, der Film, während des Eröffnungswochenendes, sagen die Produzenten des Films. Die Zahlen zeigen, dass es trotz des sommerlichen Wetters am Wochenende ein starkes Publikumsinteresse an dieser Geschichte gibt und wir hoffen, dass sich diese positive Tendenz in den kommenden Wochen fortsetzt. Wie die Presse jedoch berichtet, bräuchte es für eine Finanzierung über die Kinokassen rund 250.000 Besucher. Denn überraschenderweise hatten die Filmmacher nicht um eine Förderung angesucht. Von Hunderttausenden Zusehern sind Dokumentationsfilme in Österreich üblicherweise meilenweit entfernt. Kurz, der Film, ist nicht die einzige Doku über den Ex-Kanzler im Kino. Am 21. September startet Projekt Ballhausplatz auf der großen Leinwand. Der Film von Kurt Langbein wurde schon am Anfang des Jahres angekündigt. Gestern Abend also diese Premiere im Wiener Artis International Kino im ersten Bezirk in Wien. Mit dabei war meine Kollegin Alexandra Nindl. Sie spricht von einer familiären Angelegenheit. Ja, es war schon eine Art Klassentreffen, so kann man es schon bezeichnen. Und zwar ein Klassentreffen von der Truppe rund um den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Da gewesen sind relativ viele der ehemaligen Regierungsmitglieder des Kabinett Kurz, genauso wie auch Wegbegleiter von Sebastian Kurz. Darunter unter anderem der ehemalige Finanzminister Gernot Blümel, genauso wie auch die Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger. Auch aktuelle Politiker sind hier gewesen, darunter unter anderem der Seilbahnvertreter Franz Hörl oder auch Nationalratsabgeordneter Wolfgang Sobotka. Der berühmteste Gast, der ist heute aber eindeutig Wolfgang Schüssel gewesen, der ehemalige ÖVP-Bundeskanzler und einer der Wegbereiter von Sebastian Kurz. Die Stimmung, die war an sich relativ ausgelassen, muss man sagen, aber auch kritisch. Kritisch gegenüber aber nicht dem Film, der heute hier gezeigt wurde, der ja schon für einiges an Negativschlagzeilen gesorgt hat, weil es möglicherweise eine
er schon für Sebastian Kurz sei? Nein, die ehemaligen türkisen Regierungsmitglieder, die waren heute kritisch gegenüber dem zweiten Film, den es geben wird über Sebastian Kurz. Der feiert ja Premiere in 2 Wochen. Und da hat der ehemalige Bundeskanzler gemeint, wollte er dem Filmemacher kein Interview zur Verfügung stellen. Warum? Denn bei der Anfrage, so hatte Sebastian Kurz gesagt, hätte er keinen objektiven Eindruck gehabt von dem Film. Ganz anders bei der Premiere von Kurz, der Film, der gezeigt worden ist. Da hat Sebastian Kurz auch das Blitzlichtgewitter genossen, das Baden in der Menge hat er noch einmal genossen, man hat es ihm angesehen. Was aber ein Polit-Comeback angeht, das hat er auf Nachfrage erneut ausgeschlossen.